Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich kann den Fotomodus hier machen. Okay, wir sind hier gerade mitten in der Aufführung, wo wir hier interaktiv die Aufführung hier mitspielen können mit Cloud. In der letzten Folge hat sich Vincent uns angeschlossen, hat sich Zit uns mehr oder weniger angeschlossen und wir sind auf dem Weg zur Goldsosa gewesen und wir sind jetzt in der Goldsosa. Wir schauen jetzt hier gerade dieses Opernstück an, wo wir jetzt hier mit reingeschmissen worden sind, ne? Und wir können ja irgendwie eine Wahl machen, um zu gucken, wie das hier ausgeht, ne? Wir sind auch irgendwie, glaube ich, gerade auf ein Date mit Red, habe ich so ein Gefühl. Da gab es ja auch im Original, ne? Man konnte ja irgendwie, je nachdem, im Original gab es nicht wirklich irgendwie so ein Freundschaftsmeter oder so. Ich tue mal hier Start drücken, weil ich nicht weiß, ob irgendwie was passiert, wenn ich nichts mache. Aber im Original gibt es irgendwie so geheime Mechaniken, um irgendwie die Freundschaft zu einigen Charakteren zu erhöhen, indem du einige ich glaube, das liegt immer daran, mit wem du als erstes sprichst irgendwie, weil manchmal, wenn irgendwie eine Stadt zum Beispiel besuchst, dann tun sich deine Charaktere ja immer irgendwie der ganzen Stadt aufteilen und so. Und wenn du dann, je nachdem, mit wem du zuerst sprichst, kriegst du dann irgendwie Freundschaftspunkte oder so. Weil je nachdem, wie viele Items du auf einen Charakter wirfst oder wie viele Heilzauber du nutzt auf einen Charakter mit Cloud oder so, keine Ahnung. Also das war alles ziemlich geheim noch so, ne? Da gab es noch nicht wirklich du hast so viel Freundschaft mit diesem Charakter und so, ne? Und dann irgendwann konnte man auf ein Date gehen mit irgendeinem Charakter, je nachdem, wer am meisten Freundschaft hatte, ne? Das konnte wortwörtlich jeder Charakter sein, glaube ich. Und ja, da gab es einige coole Szenen mit dem Charakter. Ist man dann noch irgendwie in dieses Riesenrad reingegangen, hat eine kleine, keine Ahnung, so kleine Konversation gehabt und so. Je nachdem, was für ein Charakter ist, das ist es halt je nachdem ein bisschen romantisch, ein bisschen merkwürdig, ein bisschen awkward, ne? Und ja. So, wie es herausstellt, meine Freundschaft ist mit Red am höchsten, also sind wir jetzt gerade mit ihm unterwegs und wir haben uns gerade ein Opernstück angeschaut, wo wir Jesse gesehen haben in der Hauptrolle und jetzt, wir haben jetzt gerade so Virtual Reality Masken auf und jetzt haben wir irgendwie die Wahl, hier dieses Stück hier selber zu spielen. Das gab es im Original auch, das war glaube ich auch Teil des Dates und da konnte man irgendwie auch irgendwie so in so ein Theaterstück mitspielen. Da konnte man einige sehr merkwürdige Sachen machen. Und ich glaube, das werde ich auch machen, ne? Ich gehe mal hier dich stellen, ne? Ich nehme mal das Schwert und das Schild, ne? Da kann ich nicht so rumlaufen, das sieht viel cooler aus. Mein treues Schwert! Steh mir bei in diesem Kampf! Final Fantasy 17 sieht klasse aus. Ups. Ich habe mal daneben gehauen. Nein. Ja. Ich glaube, dieser eine Fehler hat mir jetzt nicht alles. Ich hoffe ja, man kann halt irgendwie noch mal irgendwann spielen oder so. Das sieht irgendwie definitiv noch so was aus. Ich wusste, es war Dreieck. Boah, Leute. Voranschreiten oder verweilen? Und du willst dich wieder hinsetzen, nachdem du hier alles gemacht hast? Tutorial erneut ansehen. Zum Ausgang gehen. Nein, ich gehe. Mein Schicksal ruft mich. Ich muss gehen. Es wird Zeit, diese Ketten zu sprengen. Die Zeit drängt. Also das ist irgendwie. Macht auf! Meinem Schwert verlangt es nach Rache. Nach all dem. Was macht ihr hier?
Herr Kummer. Er drang bis zu mir an mein Ohr. Was wäre jetzt passiert, wenn... Oh Gott. Was wäre jetzt passiert, wenn Aris hier mein Date gewesen wäre? Wow. Wow, sehen wir jeden Charakter jetzt? Wow. Aber wieso habt ihr es denn nur so eilig, eure Hoheit? Guckt euch mal Red an. Ja. An. Dein Kampfgeist scheint ja weiterhin ungebrochen. Richtig. Denn die Göttin ist gnädig. Also habt ihr alle irgendwie so Text bekommen oder so? Oder tut ihr alle improvisieren gerade? Wen wird sein Schicksal zuerst ereilen? So, wow. Drachenkönig Varvados. Oder Höllenton Garm. Den Feuern der Hölle bin ich entstiegen. Garm, mit deinem armseligen Schild wirst du meinen scharfen Fängen und Krallen nie und nimmer gewachsen sein. Du willst also mich herausfordern? Den großen Drachenkönig Varvados? Den Herrscher über das gewaltige Gardia? Ich werde dir die drakonische Macht zeigen, die durch meine Adern fließt. Auf die Knie werde ich dich zwingen, auf dass du um Gnade winzelst. Na komm, Bad. Erbebe vor der gewaltigen Stimme. Du weißt, mit Varvados. Sprich da mal, Vince. Jawohl. Sehr geil. Das kam alles sehr unerwartet, aber ich liebe jeden Moment hier. Dual wielding, ja. Ja. Bravo! Fantastisch. Oh Gott, wer sind die anderen Charaktere? Schwäche. Zukunft mit Rosa. Waifu Furry. Waifu Furry. Okay. Na gut. Entscheidungen. Unsere Wege sind verzweigt und lassen sich nicht in Gänze vorhersehen. Und also, dennoch, tust du mich betrügen. Was aus einer Begegnung erwächst, strebt stets zum Gleichen. Und zwar zum Abschied. Gut, lassen wir es dabei bewenden. Unsere Geschichte will fortgesetzt werden. Jetzt kommt Garm, ja. Was soll ich sagen? Zähne und Krallen des Höllenhundes sind gewetzt. Das wirst du am eigenen Leib spüren. Sehr geil.
Aber ich hoffe, ich kann die Skins irgendwie freischalten. Ich will so mit meinen Charakteren rumlaufen. Hallo? Wow, 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 wow. Und jetzt. Ah, nice. Ja, yeah, oh, fast perfekt. Diese fulminante Darbietung fesselt jeden Zuschauer. Niemand kann es mit dem Helden aufnehmen. Sein Fall war tief und führte ihn ins Verlies. Doch Alfred gab nie auf. Und nun ist er dabei, sich in neue Höhen aufzuschwingen. Nun denn, weiter im Text. Ja, bitte. Ich will mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Geschichte um den jungen Helden und seine Prinzessin neigt sich dem Ende zu. Es wird Nein. nur noch ein Akt. Ein solcher Abschied fällt niemals leicht. Nein, ich will mehr. Wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende. Alles, was wir tun können, ist die Erinnerung in unseren Herzen zu bewahren. Nun denn, vor uns liegt viel Herzschmerz. Sind Sie bereit? Wer ist denn am Applaudieren? Ich meine, ich dachte, hier sind jetzt alle irgendwie dabei. Exzellent! Unsere Geschichte heißt Loveless. Es ist höchste Zeit, diese Welt wieder mit Liebe zu erfüllen. Denn nur sie kann den Drachen... Ha, ich weiß, was jetzt passiert. Ja, bitte. Spannt uns doch nicht länger. Ja. Bitte trefft jetzt eure Wahl. Ne? Bert, komm her. Ihr, was soll das denn werden? Damit, das verbiete ich. Liebe ist nichts weiter als eine Illusion. Weise Göttin, so führe meine Klinge. Ah, komm schon, Bad, Mann. Ah. Da war nämlich im Original aus, da konnte man sich auch am Ende entscheiden, wie man küssen will. Ich habe mich echt wieder aus. Oh, oh. Muss ich jetzt gegen Red kämpfen, weil ich halt. Ups, falscher Knopf. Oh, der hat ja einen. Der hat ja einen Noctis gemacht aus. 2015. Er hat sein Schwert gekauft und ist dahin teleportiert. Einen Knopf habe ich da verfehlt. Im Original hatte man aber einen Drache anstatt Garm. Nein, ich sehe nicht, dass ich halt mehrmals drücken muss. Nein, ich könnte jetzt wagen. Ah, diesmal habe ich gesehen. Nein, ich habe voll schnell gedrückt. Ah, wow, was zum? Oh Gott. Ey, bitte. Was zum? Phoenix. Zum Glück habe ich ja immer Phoenix gegeben, ne? Ja, ich frage mich, ob ich hier gegen Red kämpfe, weil ich mit dem hier gerade auf dem Date bin oder was immer so ist. Ihr wurdet besiegt. Ruht in Frieden, tief im Abyssus. Also, wann ist denn meine Maske auf einmal weg? Wirklich beeindruckend, mein Held. Wahre Liebe. Aber ich hätte lieber die anderen auch noch gesehen.
nicht wahr? Was dich am Ende deiner Reise wohl erwarten wird? Das ersehnte Geschenk der Göttin? Oder doch bloß die Feuer der Rache? Die Zeit wird es zeigen, mein guter Alfred. Also tanze deinen Tanz. Ja, ich hab dir meine Liebe angeboten, okay? Die Helden des Schicksals reißen und du haltlos zu Boden sinkst. Aus uns hätte was werden können, Barrett. Aber du warst so schüchtern. Gehen. Meine Liebsten warten dort auf mich. Warum nur? Oh, Alfred. Bitte. Ihr dürft nicht sterben. Natürlich. Ich werde zurückkommen. Denn ich weiß nun, dass auch hier jemand auf meine Rückkehr wartet. Ein geliebter Mensch. Ja, der Gott. Das war richtig cool. Bevor ich das Schnitt gemacht habe. Set. Genau, sie wollte ja singen, ne? Vincent ist auch hier, sehr gut. Ist das die echte englische Synchronsprecherin von Alice, die ja gerade singt? Schön.
Chatley. So, was? Tosener Applaus, ja. Yeah. Tifa. Zu allen, alles klar. Wie auch immer das so funktioniert hat, aber okay. Das war wirklich großartig, findest du nicht auch? Bei Aris Lied sind mir fast die Tränen gekommen. Unser Riesenrad dreht nur noch ein paar letzte Runden. Jetzt kommt das Riesenrad. Ihre Karten ein, bevor es zu spät ist. Na, damit steht es fest. Als nächstes geht es zum Riesenrad, Cloud. Ja, das ist genauso. Im Original. Dann. Wir hoffen, unsere Sonderaufführung hat Ihnen gefallen. Wenn Sie sich heute Abend noch weiter verzaubern. Stimmt, das ist genauso dann wie im Original. Sie eine Theaterkarte gegen eine kostenlose Fahrt im Riesenrad an. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht. Okay. Oh, jetzt frage ich mich aber echt, wie er mit anderen Charakteren abgelaufen wäre. Wie wäre er mit Aris dann abgelaufen? Sind wir ja schon mal reingegangen? Nee, ne? Das ist das erste Mal, oder? Schnappen Sie sich Ihren Freund oder Partner und begeben Sie sich auf eine wundersame Reise durch den Gold Saucer. Erleben Sie schon das Abenteuer direkt vor Ihrer Gondel. Ein Augenblick fesselnder als der andere. Möchten Sie mit dem Riesenrad fahren? Das Sie auf keinen Fall verpassen. Okay. Ich weiß nur, dass im Original die Date-Szene mit Barrett relativ lustig ist, obwohl ich nie genau weiß, was da passiert ist. Natürlich bin ich da nicht mit Yuffie drin, ne? Die hat wahrscheinlich die ganze Gondel voll gekotzt. Aber im Original war es, glaube ich, nicht so. Komischerweise. Ja, genau. Kann ich aber nicht. Ja, Cloud sitzt da noch mit verschränkten Armen. Da konnte man aus dem Fenster gucken. Konnte man sich das Chocobo-Rennen ansehen und all so was. Genauso war dem Original, genau. Wenn man aus dem Fenster geguckt hat und sich die ganzen Attraktionen angeschaut. Ziemlich cool, was? War gar nicht schlecht. Oh Gott. Da wurde jemand vor unseren Augen erledigt.
du sabberst. Sorry. Ich werde definitiv auf jeden Fall das Spiel noch mal, wenn die Kapitelauswahl freigeschaltet wird. Was ist? Also, das bleibt aber bitte unter uns, ja? Aris und ich werde auf jeden Fall mit einem langen Charakter noch mal spielen. Wir konnten in Midgar beide in die Zukunft sehen. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber jetzt könnt ihr das nicht mehr. Ja, alles weg. Wir sollten sie wohl nicht kennen. Die Mäuren haben das Wissen gelöscht. Verstehe. Sie sind ja die Hüter des Schicksals, oder? So hattest du sie genannt. Habe ich das? Oh. Irgendwann werde ich wohl selbst sie vergessen. Auch egal. Oder? Übers Schicksal grübeln. Nichts. Meine die ganzen Szenen, die wir gesehen haben. Hast ja recht. Diese ganzen Spoiler-Szenen. Eine Sache darfst du auf gar keinen Fall vergessen. Aris zu beschützen. Du musst sie beschützen. Ich weiß nicht mehr, was genau passiert, aber sie ist in Gefahr. Gut. Was? Foto drauf. Richtig weich. Oh, Cloud. Nichts. Vergiss es. Ich wusste, er hatte irgendwer darauf kommentiert irgendwie. Danke für das Gespräch, Cloud. Ha. Und überhaupt, war echt schön. Alles klar. Das ist eigentlich noch mal ein erfolgreiches Date mit mein Hunde-Löwen-Freund. Okay. Ich bin echt gespannt, wie die Szenen mit den anderen Charakteren aussehen. Uff. So, hey. Ich hab bisher nicht viel über das verheißene Land gewusst. Wie geht's, Root? Aber dass wir es endlich hat er jetzt ein blaues Auge? Das ist ja fantastisch. Noch können wir nichts gesichert sagen. Oh, guck mal, wer da alles kommt. Volkes ist das verheißene Land. Diese Theorie gibt es schon seit langem. Die Zetra ist auf dem Weg zu ihm. Da bin ich mir sicher. Es war richtig, sie gehen zu lassen. Der Schlüsselstein soll angeblich beim heutigen Turnier als Hauptpreis vergeben werden. Wie gehen wir vor? Oh Gott, werde ich gegen die Turks kämpfen müssen? Ich habe da schon eine Idee. Oh ja, und ich weiß, was die Idee ist. Ich habe schon letztens darauf hingedeutet, ne? Mal gucken, ob ihr das voraussehen könnt, was hier passiert. Na gut. Dann mal los. Ich ganz vergessen, dass wir ja noch kämpfen müssen, ne? Wähle einen zusätzlichen Kampfgefährten aus, der zusammen mit Cloud und seiner Date-Begleitung vom Vorabend in einer Gruppe kämpfen soll. Auch die anderen Gruppenmitglieder kommen beim Spezialkampf am Zug. Weiter alle Charaktere, okay. Ja, ich mach's. Zum Glück durch alle Charaktere immer ausrüsten und so, ne? Hey, Bird. So. Du maximiert oder warum ist das Ding so am Leuchten? Sehe kein Bike mehr. Da Aris hat auch. Er ist halt auch so ein Blinken. Wünsche, könnte man irgendwo im Menü oder so nachschauen.
Ja, alle sind ja maximiert. Wieso wurde Red dann irgendwie ausgewählt? Wurde Red ausgewählt, weil er, glaube ich, der war in erste Stelle, ne, letztens. Weil ich hier muss ich hin, ne? Unser Spezialevent geht nun jeden Augenblick los. Seid ihr bereit für den Kampf? Okay. Auf sie mit Gebrüll. Nun, Hals- und Beinbruch wünsche ich. So. Okay, wurde jetzt schon Aris, weiß schon Aris im Team oder so? Sind um Vincent. Warum kämpft ihr nicht mit? Hallo? Ah, da kommen die Freaks. Okay. Na, oh, wir kämpfen alle, jawohl. Kommt her, Leute. Mein Gott. Ihr werdet alle analysiert von mir. So, alle sind sie hier, jawohl. Ich meine, alle sind, ich meine, normalerweise sind auch immer alle Charaktere hier, ne? Au. Wer war? Ich mal wieder ein bisschen Action hier, ne? Was ist die Musik? Los geht's. Schmetterball. Was ist das? Nein, du sagst. Ja, ich voll weg. Schubs. So, Limit. Ich habe mein Limit schon voll. Weißt du was? Wie viele Leute sind denn hier noch? Soll mal mehr. Ich sollte mal andere Angriffe einsetzen. Ne? Ich setze mal die gleichen Angriffe ein. Ja, der wollte ich noch. War der schon tot? What? Nein. Oh, den. Oh ja, warte, ohne. Ich glaube zwar nicht, dass er die ganze Zeit hier bleiben wird, aber er löst sich also. Nein, nicht das. Schwören. Odin. Was hier noch kommt, dann kommt wahrscheinlich sowieso erstmal ein neuer Kampf oder so. Aber egal.
Ja, mehr ein Stück. Gott. So, dass du alles hier kaiserliche Macht. Sehen wir, dass dir der Song in Englisch, ne? Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, nicht Frisur von dem. Was? Ach so. Tag für Tag mit Ho. Ich habe Tag für Tag mit Urin verstanden. So, ist Odin noch hier? Ne. Habe ich mir genau so gedacht. Deswegen habe ich ihn gerufen. So, wo sind die? Wo seid ihr? Aua. Mensch. Don Cactorino. Don Cactorino. Ich will Ampere haben, die ich. Ich hab 1000er. Ja, geblieben, du Stück. Los geht's. Auf die 12. Ich kann nicht kontern. So, eins gerecht. Oh Gott. Aber so viele Leute haben ja gerade was gelevelt. Ah, nein. Ich dachte, ich würde zuvor kommen. Mach den kaputt. Wo bist du? Übernimm du. Ich regle das. Warte, komm her. Na. Okay, die waren relativ easy. Festhalten. Geht klar. Wir passen natürlich mit Red, den erledigen Cup gerade. Was passiert da gerade? Ein Angriff, der die Grenzen zwischen den Spezies sprengt. Das sieht überhaupt und absolut gar nicht gut aus für den Corneo-Clan. Ehre, wenn Ehre gebührt, aufwärts der Weltgeist. Doch ich gebe zu, so hatten wir uns dieses Match natürlich nicht vorgestellt. Dann wird es wohl Zeit, unseren allerletzten und tödlichsten Trumpf in diesen Kampf zu schicken. 100.000 hier. Wir sind im ersten Teil. Nee. Ja, mir habe ich gefühlt, Haus kommt jetzt noch mal im ersten Teil. Nee. Oh, nee. Die könnten ein bisschen schwieriger werden. Ja, Ruhm und Ehre. Schimpf und Schande. So, die könnten ein bisschen wehtun. Wie du mir? Oh nein. Ja, okay, ich habe vergessen, wie kann das. Ja, nein, greift ihn jemand an. Mach den Schnack kaputt, ey. Okay, Don Tumpel. 17.000 ist dann gar nichts.
Was zum Ey? Ja, ich habe vergessen, dass er so eine Reichweite hat. Ah, ja, oh. Ich muss was tun. Dein Job. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Kann ich Gegenstände? Ich kann Gegenstände benutzen. Ausgezeichnet. Muss schon sagen. Ja, das ist mal ein meiner 98. Ah, ja. Ich geh mal wieder. Ciao, 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 ciao. Nein, könntest du mal aufhören damit, ey. Da. Nein. Ist der andere weg? Ich traue mich nicht zu nah an den Rand zu gehen, ey. So, ich denke, hat Limit. Blutzahn. Jetzt mache ich noch den hier. Jetzt hau ich dich zwischendurch da kaputt. Ich traue mich nicht an den heranzugehen. Ne? Jetzt oder nie. Ich bin bereit. Jetzt geht's. Boom. Michael, dich. Das wäre erledigt. Bleibt immer noch Corneo. Genau. Warte, war die letzte Runde. Michael, was ist denn hier noch? Ach, das ist den sein. Das ist der eine Boss, den wir schon bekämpft haben im ersten Teil. Ja, immer sag mir, du wirst einfacher sein als die Tom Berries. Meine Damen und Herren, das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Der Don macht diesen Kampf nun zur Chefsache. Ja, der sich traut, irgendwie auf die, zu reiten, ne? Kleiner geworden? Ich kann schon, ich war mal viel größer. Ich doch erstmal hier. Konterpose. Was ist das für eine Pose? Nein, danke. Warte, ich mach den hier. War gerade am Posen, Kollege. Na, no, da kann ich doch Kontakt. Das ist meine Ladung. Was zum? Hat er ihn geheilt? Na? No. So, ich habe gesehen, du bist anfällig gegen Feuer. Ich hab sogar exakt geblockt, ich fasse es nicht. So, ich muss mal kurz hier den Dings hier platzieren. Ja, das Blöde ist immer, jedes Mal, wenn ich Arrows schreie, dann kommen die Gegner halt auf mich los. Ich zähle auf dich. Ist nicht so, weil ich Feuer.
Nö. Wir können mal Bio versuchen. Reich. So. Jetzt auf dich. Lass mich mal. Ja. Was zum? Der ist echt am Rennen. Stop. Was ist denn hier los? Warte mal, kann ich ihn jetzt erledigen? Nein. Oder? So, Blütensturm auf der Viech. Das Zeig. Ja, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Oh nein. Ah. Da war ich schon im Angriff. Mach mal kurz hier. Odin wieder. Hoffentlich kriegen wir diesmal den seinen Angriff aus. Also nicht, dass Don Corneo einer der letzteren Bosse in diesem Spiel ist. Wahrscheinlich. Dein Limit ist fertig. Atomisator. Dash. Mein Gott, wie weit weg ist er denn gewesen? Und da ist noch Odin. Warte nochmal, weil es so gut funktioniert hat. Aha. Mich gerade ja mein da gerade mein Angriff ja abgeworfen. Ich muss schon sagen, ist mein Magiekreis weg. Wow. Ich spiele noch Ares. Oh. Ah, Gott. Was ist denn gerade los? Oh Gott. Oh, Trauma. Ah. Oh mein Gott. Kommt er sich gerade mit Odin? Los, Odin, hau den kaputt. Ungeziemter Aufstand. Aber bitte. Oh Gott, wo ist er? Los, Odin, mach den Platz. Ich werde den nie im Leben erledigen, aber... Er hat nicht 10.000, abzieht er mal sie auch nicht. Tanten Zucker! Da 7000. Überlass das mir. Okay. So, und jetzt noch mal ins Gesicht. Panisches Ausweichen. Willst du mich auf ein Nein, was auch immer du jetzt machst. Ich lasse dich nicht. Ich lasse dich. Verdammt. Ich bin bereit. Na. Finger weg von dem. Aua, jetzt bin ich auch da drin. mach mal hier Heilwoge. Dann brech ich noch einmal. Da, oh Gott. Ich kann mich auch drehen, ja. Also komm. Ja. Ich kann die Rechthaltung länger beibehalten. Ne, ich will Blutzahn lieber. Ja, komm. Reicht das? Ja. Gut.
Schneiden wir ihn ab? Verprügeln wir ihn? Zerquetschen wir ihn? Oder reißen wir ihn ab? Ich würde ihn zerquetschen. Durchlöchern? Ich bin für Durchlöchern. Ja. Ich könnte ihn auch in Stücke zerfetzen. Ausgezeichnet. Durch den Rückzug des Dons findet der alle Ansprüche auf die Nachträge. Damit haben wir einen Sieger. You just got pound FTW. Schön. Da kann ja jetzt nichts mehr schief laufen. Jetzt wo wir einen Schlüsselstein haben, ne? Als Dankeschön will ich euch alle ganz fest umarmen. Wir haben um den Schlüsselstein gekämpft. Hier damit, wie versprochen. Ich will eine Umarmung. Aber natürlich doch. Rechtmäßig steht er ja sowieso dir zu. Bitte, nimm ihn an dich. Ach man. Die Turks? Es sind die Turks, die Turks, die Turks. Nicht mit mir. Hör auf, den wie im Baseball rumzuwerfen. Schnauze, Dieb. Hier, Root. Was soll das denn jetzt werden? Ja. Scheiße. Yuffie, Nanaki, ihm nach. Ihr anderen kümmert euch um die da. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns... Komm. Wir müssen relevant werden. Jetzt kommen die auch noch. Diesmal tragen wir es zu Ende aus. Wundervoll. Für diesen Kampf werde ich der Schiedsrichter sein. Wir unterbrechen für eine kurze Pause. Unsere Kontrahenten dürfen sich ausruhen und auf den Kampf vorbereiten. Es geht los. Ehrlich? Einfach so. Ja, ich nehme an, weil so viele Kämpfe hintereinander kamen, ne? Ja, darf ich mich hier hinsetzen? Etwa Angst bekommen? Ein bisschen schneller, bitte. Das ist so merkwürdig. So, lass mich mal kurz hier shoppen. So, mir fehlt eine Phoenix-Feder, muss ich wieder auffüllen. Also, ja, also Kate Sif hat uns hier gerade verraten, ne? So wie das gerade ausschaut. Ich glaube mehr dazu im nächsten Part, wo ich ja weiter darauf eingehe, ne? So, mein Gott, wir sind alle nicht am. Haben wir letztens Level 9 erreicht? Haben wir da irgendwie? Boah, warum ist denn alles so dunkel? Haben wir da Dings hier freigeschaltet? Mehr Dinger? Falsch. Ne, hier ist das doch, oder?
Haben wir immer noch drei mit jedem, ja. Na gut. Sind wir echt alle? Ja, wir haben ein paar AP verloren. Dann setze ich mich mal. So lächerlich. Aber okay, warum nicht, ne? Gut, dann würde ich aber sagen, mit den Turks kloppern, kloppen wir uns in der nächsten Folge, ne? Und ja, dann sage ich, heute ist viel passiert, ne? Wir haben eine Theatervorstellung gesehen, wir sind weiter mit einem Date mit Red gegangen und haben hier die Muskelmanege, ist das hier, ne, abgeschlossen. Und jetzt, wenn sich herausstellt, Kate Sif arbeitet mit den Turks zusammen, ne? Aber dazu mehr in der nächsten Folge, ne? Bevor ich hier mich verplapper und wir wahrscheinlich noch nicht hier. Weil wir kriegen noch definitiv Informationen hier nach. Aber fürs Heute war es das erstmal, ne? Also Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.